Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. Ben von Bikini Bottom, wir sind immer noch am Start und heute geht's weiter nach Kelp First. Nachdem wir SpongeBobs Traum mehr oder weniger erfolgreich abgearbeitet haben, geht's heute mit dem nächsten großen. Mit der nächsten Version weiter, und zwar dem Seetangwald. Dem vorletzten Teil. Überhaupt. Da wären wir im Seetangwald. Eine interessante Gegend mit vielen Sehenswürdigkeiten. Für all jene, die sich nicht hoffnungslos verlaufen. Die kennen wir ja schon. So, auf geht's mit unserem kleinen gelben Schwamm, wie gesagt, im Seetangwald heute. Oder zumindest nicht nur heute, vielleicht auch die nächsten Folgen. Mal gucken. Warte, was? Wir dürfen, okay. Die Pflanze schlägt zurück. Warum nicht? Na gut. Warte mal, da unten ist doch irgendwas, oder? Ist das gerade richtig? Nee, es ist nur eine Lampe. Oh, es ist nur. Wie vorgehend. So, bisher weiß ich aber auch noch nicht, was auf mich zukommt hier. Aber wir werden es ja ziemlich. Nennt mich auch Schwamminator. Jetzt. Alle Neune! Okay. Ja, muss ein bisschen mehr. Ach, hier kann man mit Patrick irgendwas machen. Die Frage ist, was müssen wir da machen? Wo müssen wir da hin? Da oben ist ein Schalter. Hier ist kein Schalter. Aber Glück gehabt. Ach, da steht ja schon Mrs. Puff. Oh, da ist eine Unterbuchs. Die hätte ich gerne. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Warte mal, ich hab da. Wo muss das Ding hin? Da oben. Kommen wir gerade nicht hin, oder? Oder wir müssen wahrscheinlich auf den Schalter da oben. Warte mal kurz, ich probiere es mal aus. Ich probiere es mal aus hier. Ne, eher weniger. Du willst das nicht. Auch nicht. Irgendwo muss das doch einen Sinn haben, oder? Irgendwo muss das Ding doch seinen Sinn haben. Irgendwo muss das Ding doch seinen Sinn haben. Irgendwo muss das Ding noch seinen Sinn haben. Aber ja, hat das bestimmt. Oder müssen wir nur auf den Schalter? Ne, wir müssen noch drüber machen. Na gut, halten wir uns jetzt nicht mehr damit auf. Wir gehen jetzt mal wieder zum Wechseln. Aber wie gesagt, ich vermute, dass da irgendwo was Sinn. Es hat irgendwas im Sinn. Geh jetzt erstmal wieder mit SpongeBob wieder.
Weil oben ist das Pub steht und was ist das hier? Hey, Mrs. Puff. Der Unterricht findet doch heute nicht hier statt, oder? Nein, SpongeBob. Wieso fragst du? Du glaubst doch nicht, dass wir den Unterricht hierher verlegen, um uns vor dir zu verstecken, oder? Wie albern. Ich sammle Zweige für den Winter. Ja, genau. Ach, kann ich helfen? Ich habe ein Verdienstabzeichen fürs Zweigesammeln. Ja, hast du. Könntest du mir bei etwas anderem helfen? Diese Roboter sind aufgetaucht und haben die Schüler, ich meine die Camper, in den Wald verscheucht. Jemand muss losgehen und sie suchen, bevor der Ranger kommt. Ich helfe Ihnen, Mrs. Puff. Ich bin der richtige Schwamm für diesen Job. Danke, SpongeBob. Ich sorge auch dafür, dass du eine schöne Belohnung bekommst, wenn du alle findest. Ja, wir brauchen ja 60 insgesamt, also noch 10. Okay, das ist, ja, nicht lernen. Genau meine Größe. Blasenpower. Nein. Ah, da oben ist eine Maschine, oder? Hier ist keine. Warte, war es da nur eine Maschine noch? Okay, dann ist da wirklich irgendwo eine Maschine, wo ich nicht rankomme gerade. Weil ich sehe sie gerade einfach nicht. Dreifacher Schrecken! Autsch! Jauch! Ups, das war keine Absicht. Frisch wie eine Fliege. Ach, da hinten ist die Maschine! Nein! Ich bin zu blöd. Ich will schon durch. Losgehen. Ah, verdammt. Warte, ich muss sie jetzt kurz beim Kleinen mal zu besagen machen. So, dann haben wir das zumindest weg. Jo, dann haben wir die auch mal kurz zerlegt. Das war der Gedanke dahinter an der Nummer. Warte, ich schieß mal gerade ein bisschen mit Raketen durch die Gegend. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Okay. Nimm das. Oh, cool, den Ranger erledigt. Weil ich versuche, die gerade ein bisschen aus der Distanz zu machen, um ein bisschen den Weg frei zu schießen. Dann reitet, dürften sie ja nicht mehr neu spawnen, weil ich habe ja die Maschine zerlegt von dem. Ich kann ja die ein bisschen her schießen lassen. Gut, also nicht. So, ich hole mir kurz die Unterhose hier. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich komme! Thank you.
Da hinten ist ein... Oh, da hinten ist eine links. Ich hätte willkommen. Scheiße. Das war natürlich jetzt super nicht beabsichtigt, dass ich da jetzt... Ja, super. Also habe ich natürlich den Ranger jetzt wieder an der Backe, aber ich versuche mal gerade wieder die Maschine da hinten auszuschalten. Ja, natürlich. Dreifache Schrecken. Ich muss natürlich jetzt erstmal hier raus aus der Nummer. So, dann hole ich mir die Maschine, dann habe ich den frei. Boom! Dann habe ich da Luft. Nach ganz hinten. Alle Neune! SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Habe ich den Leben klein gekriegt? Jetzt habe ich sie klein. War jetzt einfach nur der Gedanke gespielt, dass ich dir mal... Klappe. Spoiler. So, jetzt habe ich da Ruhe. Jetzt habe ich mir den Ranger noch mal schnell. SpongeBob an Einsatzleitung. Hallo! Also ich muss jetzt ein bisschen Luft holen. Vergiss es! Jetzt haben wir sie weg. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Blasenpower. Klappe. Klappe jetzt. Ach, mein Gott. So, ich habe jetzt... Das Wichtige war jetzt das Wichtigste, dass ich jetzt erstmal die Dings weg habe, die Roboter weg habe. Gut, hier könnt ihr wahrscheinlich drauf schießen. Ich die da hinten raus, ne, hätte ich. Haben wir heute so. Cool, gut, dann haben wir das. Heieiei, hau ab. Klappe jetzt. Und wir haben den Pfannwender. Nur eine 50. So, guti, 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 guti. Und noch einen da unten irgendwo? Da ist einer. Nein. So, kurz mal noch das Blümchen da hinten einsammeln, ob ich nicht irgendwo was hab. Hier sind noch ein paar Blümchen. Keine Sorge, wir machen jetzt eh gleich Feierabend. Ich glaube, hier kann ich, hätte ich mit Patrick drauf schießen können. Auf die Dings. Auf die Roboter. Aber wir haben sie ja reingekriegt. So. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Kann aber sein, dass je nachdem, wie lange jetzt das nächste Level dauert und es weitergeht. Schauen wir mal. Muss ich gucken, wie ich das schneide. Jedenfalls sehen wir uns dann demnächst wieder bei SpongeBob. Bis dann. Tschüssi.